Künstliche Intelligenz, Roboter und neue Technologien verändern Wirtschaft und Gesellschaft. Und die Digitalisierung bringt neue Geschäftsmodelle hervor. Damit Unternehmen diese Chancen nutzen können, muss die Politik förderliche Rahmenbedingungen schaffen. Diese finden sich unter anderem im Innovationspark Zürich, der Unternehmern und Wissenschaftlern eine Plattform für die Entwicklung von Innovationen bietet. Also ich bin wirklich fest überzeugt, dass der Kanton Zürich gut aufgestellt ist für die Chancen der Digitalisierung. Im Zeitalter der Digitalisierung und der Industrie 4.0 braucht es eine Politik, die den rasanten Wandel mitgestaltet. Es ist dies die Politik 4.0. Sie handelt vorausschauend, damit Wirtschaft und Gesellschaft die Chancen der Digitalisierung wahrnehmen können. Mit der Umsetzung von Politik 4.0 ist im Kanton Zürich das Amt für Wirtschaft und Arbeit betraut. Das heisst, wir tun Entwicklungen, die am Horizont auftreten, frühzeitig über ein professionelles Horizon Scanning aufnehmen und mit einem Expertengremium reflektieren. Dabei ist es besonders wichtig, auch die Erfahrungen und Anliegen verschiedener Unternehmen und der Bevölkerung im Kanton Zürich einzubeziehen. Was am Beispiel der Drohnentechnologie deutlich wird. Also für uns als Jungunternehmen ist es natürlich wichtig, gute Rahmenbedingungen zu haben. Da gehört zum Beispiel dazu der Zugang zu Know-how, sei das technischer oder auch unternehmerischer Art. Der Zugang natürlich auch zu Kapital ist wichtig. Da ist ein gutes Netzwerk zu haben und das bringt genau zum Beispiel den Innovationspark mit. Speziell an unserer Drohne ist jetzt, dass wir die Interaktion und die Unterhaltung wirklich sehr nah zu den Leuten bringen können. Und die Leute können sie auch während dem Fliegen berühren. Also es ist wirklich auf Sicherheit gebaut. Und das ermöglicht ganz ein neues Erlebnis von der Drohnentechnologie für die Leute, die dann effektiv das so sehen. With drones we can ensure the most direct route, safely, reliably and above all with minimal environmental impact. Well, Zurich is a fantastic location for a company like Matternet. We did our first pilot during a 3-week period during the course of September 2017. And throughout that pilot we developed a very close relationship with the cantonal authorities, with the city authorities and with the police that helped us to develop a safe and secure way of operating. We need, of course, the liberty and the room to innovate, to push the boundaries of what is possible. At the same time, we actually welcome a regulatory framework, a strong regulatory framework. An meinen Söhnen sehe ich, dass die Drohnentechnologie eine Zukunftstechnologie ist. Andererseits kann man Drohnen ja auch verwenden, zum Beispiel um schöne Bilder von Zürich oder von der Schweiz zu machen. Allerdings sehe ich auch die Probleme, gerade in so dicht besiedelten Gebieten wie bei uns. Was passiert, wenn jetzt jeder so eine Drohne hat? Kann man mir dann ins Wohnzimmer schauen? Was passiert eigentlich mit meiner Privatsphäre? Die Anfragen für Drohnenoperationen in der Schweiz haben sich jeweils in den letzten Jahren verdoppelt. Die Skyguide hat im 2017 1300 Anträge bearbeitet. All diese Anfragen werden heute manuell bearbeitet. Mit dem Swiss U-Space-System werden wir das in Zukunft automatisch machen. Wir von der Skyguide gehen davon aus, dass man mit dem U-Space-System, wo auch neue Regulierungen zur Folge haben wird, für die normale Flugsicherung wird können profitieren. Das Beispiel der Drohnentechnologie illustriert die vielfältigen Erfahrungen und die Anliegen der verschiedenen Akteure an die Politik. So soll die Politik nicht nur Innovationen ermöglichen, sondern auch dem Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit des Luftraums gebührend Rechnung tragen. Die Politik sollte nicht einfach in einen Regulierungsmodus verfallen, sondern sie sollte vorausschauend tätig sein, sich überlegen, was
für Konsequenzen hat die Digitalisierung auf die Wirtschaft, auf die Bevölkerung. Und diese Konsequenzen, die muss man aber schon beherzt anpacken und das möglichst ergebnisoffen und eben so, dass die Wirtschaft von diesen neuen Technologien kann profitieren kann, dass sie das nutzen kann, auch für Arbeitsplätze, sodass letztlich ein Gesamtnutzen für die ganze Gesellschaft entsteht.